Ein Oede hier. Was, Oede? Ach so, ja, richtig. Fupp. Der ist wirklich ein bisschen arg lame. So, also wir wollten ja mal nach einem Asteroidengürtel oder so sowas suchen. Ah, da ist schon Hast einer. mich auf meinem Schiff gelandet. Moment. This is no problem. Oh, jetzt bin ich bei dir. Ja, was Coole ist, dass ich jetzt gerade. Ach, guck mal, kann man mal Fuel auftanken. Ah, das eins macht's ganz voll. Ja, okay, alles klar. Kann man mal so ein bisschen gucken hier. Bisschen Spaßklamotten anziehen. Schwing mal. Normalerweise sieht meine Klamotte im Übrigen so aus. Ja, genau, die habe ich auch an. Ja, die ist klasse. Ist das die maximale, die wir haben können Ja, momentan? ja, ja. Von den Tiers. Und dazu ziehe ich mir jetzt natürlich. Brauche ich mal eine vernünftige Nahkampfwaffe? Mal gucken. Ja, das sieht auch gut aus. Das war klasse. So. Nee, das nicht. So. Und so. Bereit. Bereit für den Weltraum. Momentos, ja, oh. Ich muss gleich mal mein Ding anlegen hier, Du willst meine. ein Ding anlegen, du bist ein Weibchen, du weißt, was das bedeutet, wenn du ein Ding anlegen möchtest. Aber du lässt mich gerade allein unterhalten, ich muss ganz dringend aufs Klo. Jawohl. Und Juhu. dann darfst du mich Ja. heiraten. Nein. Gut. Oh je, oh Gott. Okay. Das sieht jetzt mal wirklich hier. Nicht sexy aus. Nein, Mike. Nein. Maikine. Maikela, genau. Dann doch lieber mein Hütchen und die Flügelchen. Wobei, jetzt habe ich ja eigentlich hier den Space Suit Backpack angelegt. Damit wir auch hier in dem Asteroidenfeld etwas länger überleben können als nur ein paar Sekunden. Ja. Puff. Gut, neue Waffe habe ich mir auch zugelegt. Eine. Ah, ja, ich wollte ja eine Zweihandwaffe haben. Ich sehe das alles gar nicht, was ich hier mache, aber. So. Great White. 1,25, dann 3,40, haben wir die Great White. Erstens zur Rüstung, die man auch nicht sieht. Hallo. Hallo, hallo. Ja. Jawohl. Und ich habe sogar Hände gewaschen. Ist das nicht toll? Ja, schnell, schnell hier. So. Ja, also ich bin jetzt im Brautfieber-Mode. Passt hervorragend zur Waffe. Ich sehe es schon gerade. Jetzt gucken wir, ob wir im Asteroidengürtel auch überleben können. Hast du dein Backpack angezogen? Ja, mein Backpack habe ich an. Ja. Ich guck auch gerade, was sieht. Ah, mir geht die Luft aus. Warum geht die Luft aus? Ich habe doch mein Backpack. Muss ich Hast du das. es im Social? Ach, gibt es einen Social Slot dafür dann auch, ja? Ja. Ich guck jetzt nochmal. Nee, es geht runter. Okay, Ba ja, ich guck. Space Suit Backpack. A Space Suit Backpack to help you breathe and stuff. Vielleicht brauchst du einen kompletten Anzug. Ich befürchte fast. Ich probier mal aus, kein Problem. Ich port mich nochmal Oh. zurück, klar. So. Weil du hast ja im Prinzip zwei Slots auch hier. Ja, stimmt. Eins ist das Hauptslot, das andere ist Social. das Social, genau. Das ist dann quasi das hier, dann das Social. Den machen wir aber mal ab, den brauchen wir nicht. Also eigentlich müsste ich atmen können damit, aber ich brauche eventuell den Helm. Das kann natürlich sein. Das heißt, wir gucken jetzt mal kurz nach. Geht das nur mit der Space Suit eigentlich? Meinst du? Also es gibt Space Helmet zum Beispiel. Das Problem ist, dass die Dinger natürlich überhaupt nichts großartig. Ja, Pants, Space Helmet, Space Suit Chest. Die Handy gibt es noch, genau. Ja gut, das eine sind die, die nicht viel bringen. Dann gibt es noch den Handy Space Helmet und die Space Unit Trousers. Space. Space Uniform. Geil, Mr. Spock. Also ich mache jetzt mal kurz den Helm und gucke, ob der Helm vielleicht schon ausreicht. So, pack mir den natürlich oben drauf. So, jetzt gehe ich nochmal kurz raus. So, die Dame im Brautkleid ist unterwegs und verliert schon wieder Luft. Warum doch den kompletten Anzug? Das ist doch doof. Das ist doch voll unlogisch. Mann. So. Gut, dann bauen wir uns halt so einen Anzug. Ich hoffe, dass das dann funktioniert. Gehen wir auf Rüstungen.
Riverhelm. Okay, interessant. Pondhelm. Lustige Sachen gibt's hier. Wanderers Seekers. Ich frage mich manchmal. Es muss wohl wirklich ein Spitzler sein. Es muss echt dieses Space-Zeug sein. Das crafte ich mir auch mal gerade hier. Das muss ich später mal anziehen. Gerade was gefunden. Was gefunden? Was denn? Es gibt so geile Sachen hier. Ist unglaublich. Die sind aber echt lustig sortiert, muss ich sagen. Also, haben wir gerade Space, ne? Space. Space Suit Chest. Es gibt die Trousers für Space Uniform und es gibt ein Handy Space Helmet. Aber ich frage mich dann wirklich, was. Ach, das kann sein, dass ich dann. Ja, das ist nur die Uniform. Handy Space Helmet. Ich mach mal Handy. 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 Okay, da gibt's nur den. Du testest gerade was? Ich test gerade. Nö, ich verliere kein Sauerstoff. Also, oh doch. Mit der Space Suit? Ja. Verliere ich auch. Also komplett Space Suit Pants, Space Helmet, Space Suit Chest und Space Suit Backpack? Richtig. Hast du auch nicht auf deinem. Du weißt schon, wo liegen? Nee, sind alle auf meinem ersten Slot. Kompletto. Ich ziehe jetzt mal ein ganzes Vanity-Zeug kurz aus. Ja, mach ich auch mal, würde ich auch gerade machen. Nur zum Gucken. Mhm. Ja, seltsam, jetzt ziehe ich mal gerade das andere Zeug an. Sieht übrigens sehr lustig aus, wie ich es aussehe. So sehe ich aus. Ja, ich bin gerade wieder rausgehüpft, um zu gucken, ob ich mit der Rüstung vielleicht weiterkomme. Nee, verliere auch wieder. What the fuck? Außen frisst den Arsch ab in der Rüstung. Das ist doch doof. Das muss doch irgendwie gehen. Okay, jetzt ziehe ich mir das mal ganz kurz alles aus. So. Dann bin ich im Übrigen nackig. Sehr lustig. Dann, hier holen wir doch gerade was. Genau, es gibt ein Handy Space Helmet, den habe ich gerade gehabt. Die Space Trousers habe ich auch gehabt, die Space Uniform habe ich natürlich nicht angehabt. Die Space Suit hattest du komplett an, ne? Also Space Helmet, mhm. Space Suit. Mhm. Ich crafte das Zeug jetzt aber auch mal gerade, wobei damit erfriert man so ist in der Regel. Eigentlich müsste der eigentlich auch wärmen, der Space Suit. Oder muss das einfach nur über die Vanity drüber gezogen werden, weil es hat ja im Prinzip, sieht lustig aus. Hat eben, glaube ich, wenig. Ich zieh's mal kurz über die Vanity drüber. Mhm. Okay, klappt auch nicht. Nö, geht immer runter, wie du schon gesagt hast. Mhm. Außerdem erfriert man sehr schnell. Mhm. Sieht trotzdem sehr lustig aus. Irgendwie buggy oder so. Kann schon sein, ja. Das überlege ich auch gerade. Weil ich vermute mal, dass der Space Suit dich auch warm hält, weil es ist ja Breathing and Stuff und. Da gibt es Sachen, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Nee, ne? Mhm. Ich guck gerade durch die Vanity-Items durch, ich krieg mich nicht mehr ein. Ah, scheiße, ist das cool hier. Oh mein Gott. Es gibt ein Superman-Kostüm. Piratenkostüm, Pionierskostüm, Pilotenkostüm. Oh mein Gott. Ist das geil. So, ich könnte mir einen Oxygen-Tank mal aufsetzen. Warte, ich versuch's mal damit. Mit dich. Dich, vielleicht hilft das ja. So, wahrscheinlich auch nicht. Santa Claus wird nicht helfen, auch wenn er keinen Dings braucht. Merchant, Combat Medic, da ist er wieder im Übrigen. Fancy Pants, Karins Kimono. Das ist auch sehr cool. Ich habe wahrscheinlich gleich keinen Platz mehr vor lauter. Ja, jetzt bin ich voll. Könnte ich die Fackel einmal wegwerfen, die braucht eh kein Mensch. Und das da auch. Und vielleicht die Kohle noch. Und überhaupt und so den ganzen Schrott, den man nicht braucht. So. Ich mache jetzt gleich eine kleine Fashion-Show für dich. Der Bouncer, was ist das denn?
A bomb that put a spring in your step. Ja, super. Ripped Jeans. Jeans. Also, es ist das jetzt hier? Unglaublich geile Sachen. Tending Hinders. Spawn close to the surface. Okay, das ist irgendwie ein Tauchergedöns anscheinend. Auch gar nicht schlecht, nehme ich auch mal mit. Eins, zwei, drei. Sea Hat. Boah, es gibt so viel Klamotten. River Helmet. Pond Breastplate. Paddle Pants. Bla, blub. Das ist gegen Sonne, okay. Ich soll mal etwas essen. I'm so hungry. Da ist doch was. Mein Gott. Adventurers Gedöns. Wanderers Gedöns. Ich gehe jetzt wirklich alles durch. Outsiders Helmet, das könnte eigentlich auch irgendwo helfen. Genau, das ist Dura-Steel Outsider. Das wäre das gewesen, was man eigentlich tragen könnte. So um die 100 rum. Deutlich zu hoch, ist aber egal. Aber das wird nicht, das ist Kevlar-Zeug. Genau, das war es letzte. Dann haben wir hier den Pioneers Helmet aus Titan. Ach, du machst Musik. Was spielst du gerade? Ach, die Geige. Warte mal, wo waren die anderen? Im Roten, ne? Ja. Oh, das Rote dauert. Moment. Was passt gut zur Geige? Cello. Ja, ich muss lustigerweise gerade suchen, aber ich weiß nicht, wie man Cello schreibt. C. Cäsar. Ich glaube, es gibt's nicht. Okay, oder Gitarre, Klavier, Piano, Cembalo. Ich nehme mal die. Okay, welchen Song nehmen wir denn? Moment. Ja, stopp mal. Wie stoppe ich? Keine Ahnung. Wenn du nochmal drauf klickst. Ah. Nö, nee, vorne an. Wähl mal was anderes aus oder nimmst du aus der Hand oder was auch immer? Ja, aus der Hand. Mhm. So. Ah ja, gut. Also, was haben wir denn Schönes? Irgendwas, was nicht ganz so altmodisch ist? Mhm. Keine Ahnung. Jade to the World Rock Moonlight Sonate. Mhm. Wo finde ich die denn? Ach, da ist sie, ich hab sie. Mhm. A one and a two and a one, two, three, four. Stopp mal. Nochmal. Nee. Eigentlich sollte man das im Asteroidenfeld spielen, wenn wir ja gerade am Ersticken sind und dann beide. So. Joy to the World, Rock ist doch gut. Stopp. Erstmal auf drei. So, also Gitarre rausholen, Auswahl. Mhm. Viech noch kurz töten. Instant tot, weil keine Rüstung angehabt. LOL. Ich habe ja keine Rüstung unten drunter gehabt. Ich werde gerade neu gepresst. Okay. Ne, ich habe mir Rüstung angelegt, weil im Prinzip bringt ja eh nichts, der blöde Anzug. Ja, wahrscheinlich nicht. Sekunde, welchen ziehe ich denn an jetzt hier? Den da. Achso, ne, andersrum. So. So. So, jetzt haben wir ein bisschen Rüstung. Klamotten haben wir auch. Ich komme. Mhm. Und ich würde sagen, wir spielen Joy to the World. Ich gehe mal kurz auf eine andere Station. So. Mhm. Hast du ausgewählt soweit? Ja. Joy to the World, wo ist es denn nochmal? 3, 2, 1, play. Ah, ich erfriere! Oh, Jump. Schnell heilen. Geronimo! Wie weit runtergefallen kann ich ja eigentlich im Asteroiden? Nein, ich ersticke! Ah. Ich auch. Oh. Musik. Aber das ist doch doof.
Merke, Asteroiden sind auch nicht möglich. Na, okay. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein, glaube ich, mit Mass Effect. Also ihr seht, man kann ganz, ganz, ganz viel machen mit dem ganzen Scheiß, sehr viel ausprobieren. Das nächste, was wir definitiv machen sollten, nachdem wir den ganzen Kram hier wieder weggemacht haben, egal wie schön es ist, dann nehmen wir uns... Hast du das Wostoff oben dran gemacht? Ja. Wo zum Teufel? Warum? What's up? What's up? Okay, dann zeige ich zum Schluss nochmal kurz meine Sachen, die ich rausgesucht habe. Moment. Oh je. Das nächste Mal machen wir es so, wir suchen uns ganz schöne Mods raus, wie gesagt, zwei verschiedene Rassen und ganz viele kleine Add-ons noch, die stellen wir dann auch dementsprechend vor. Und ich laufe damit zu Sachen rum, wie zum Beispiel mit diesem schönen Hut. Ich will dir fressen oder so. Pokémon oder Achmizekatze oder okay. Was habe ich noch gehabt? Weiß gar nicht. Irgendwie so komische Sachen, wie sagst du, ich wollte gucken, ob das vielleicht doch draußen funktioniert. Go, go, Power Rangers! Da, 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 da. Go, go, Power Rangers! Wir gucken mal kurz, ob das vielleicht draußen funktioniert, aber wahrscheinlich auch nicht. Ich sehe lustig aus. Ich erstecke schon wieder, aber wenigstens erfriere ich nicht. Aha. So, schwupp. Na gut, dann bis demnächst. Bis demnächst.